Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sport Total. Wird präsentiert von Schau ins Land Reisen. Manderslut. Kosuki. Komm nicht durch, Albutat. Und Müller mit dem ersten gefährlichen Abschluss, wird aber abgefälscht. Joey Müller da von Albutat schön in Szene gesetzt. Ich glaube, dass der Ball aber gar nicht für ihn gedacht war. Ecke von Kaparos, weit, Albutat, Kosuki 1-0. Das war einstudiert, der lange Ball, ich meine auf dem Albutat. Und dann ist er eben Jena Soichiros Kosuki, der das elegant, der das richtig stark macht, sich einmal um sich selber dreht und damit rechts in den Winkel trifft. 1-0 Schalke. Aber jetzt SM4 erstmal mit Pöpperl. Starker Ball auf Van der Sloot. Der ist jetzt tief im 16er. Aus Netz. Aber der darf da nicht so frei auftauchen. Schon fast am 5-Meter-Raum. Und dann hat er da noch Zeit, sich zu überlegen, was er macht. Vielleicht zu viel Zeit. Und dann gibt es den Zweikampf. Aber SM4 jetzt mit Kosuki, der auf Amadin. Der hat den auf den linken. Starker Abschluss. Starke Parade von Marcel Lenz. Nächster Eckball. Kommt rein und fällt da wieder auf die Füße eines Schalkers, aber abgepfiffen, abseits. Albutat kriegt den Ball da vor die Füße. Abseits kann es nicht sein. Vermutlich ein Handspiel mit dabei. Beste Chance, Felbert. Da kommt Thurömer bis zum Tor aus durch und dann kriegt Timo Mehlich. Van der Sloot bringt den Ball rein und da verpasst Kosuki. Da verpasst Kosuki am langen Pfosten. Da zeigt er an, da kriegt er den Ball und dann springt er mit dem rechten Fuß drüber, beziehungsweise der Ball. Mehlich. Gegen drei. An die Latte. Da verschätzt sich Justin Treichel, aber ganz gehörig. Und dann titscht der Ball noch an die Latte. War natürlich überhaupt nicht so geplant. Den will er scharf reinflanken. Und da wird er lang und länger. Duray, da hat er nicht viel aus die Chancen. Aber der Schuss von Mehlich. Aus der zweiten Reihe. Da muss Reichel fliegen. Das ist alles beigespielt. Zweiter Ball landet bei Martemis. Der das gut macht. Der den Ball reinbringt. Und dann ist er Robin Hilger. Der auch an den Ball kommt. Aber knapp verfehlt. Da setzt er sich gut durch gegen Van der Sloot. Und dann rutscht er da mit rechts rein. Und da ist der Winkel natürlich fast gar nicht mehr da. Aber Ball bleibt in den Schalker rein. Da Labidi, Van der Sloot. Und der Ball landet bei Joey Müller. Da haben sie Glück gehabt. Eigentlich ungefährlich. Und dann ist es Robert Urban. Joey Müller über rechts, ganz viel Platz. In der Mitte Amadin und Kosuki. Kaparos und Amadin und das 2-0.
für den FC Schalke 04. Wenige Sekunden hier vor dem Halbzeitpfiff. Bisschen aus dem Nichts. Sie sind vor ein paar Minuten wieder ein bisschen besser reingekommen, aber Felbert die letzten 25 Minuten, die bessere Mannschaft mit den besseren Aktionen. Dann kommt der Ball rein von Van der Sloot. Kaparos noch gut gehalten und dann setzt sich Nelson Amadin durch und macht hier das 2:0 für die Gäste zum Halbzeitpfiff. Das ist natürlich ein ganz bitterer Zeitpunkt für Felbert. Und da passt Kaya auf. Kaya, stark gehalten, Treichel ist da. Ball weiter heiß. Ja, da haben wir es nicht mehr ganz gesehen. Justin Treichel, der den Schuss da von Kaya voll ins Gosuki, starke Brustabnahme und dann ist Erwig Drüppel noch dazwischen. Wichtig. Spielen sie sich gut durch. Pazurek bringt den Ball rein. Turay ist da. Schiebener, der zum Abschluss kommt. Pfosten. Manuel Schiebener. Der tötet hier schon 2-3 Sekunden vor dem Schuss von den Rängen. Schieß, schieß, schieß. Und dann schießt er und schießt den Ball an den Pfosten. Van der Sloot. Kosuki, der den Ball natürlich direkt nimmt. Und da ist das 3:0. Paul Pöppel mit dem Abstauber. Aber davor überragend die Schusstechnik von Suichiro Kosuki. Stark gehalten noch von Marcel Lenz. Und dann ist es Paul Pöppel, der hier auf 3:0 erhöht. Van der Sloot, mit Glück kommt der Ball da hoch und Kosuki nimmt ihn direkt. Pörper ist da. Nachdem das Lenz mit einer starken Reaktion. Ja, Nelson Amadin wird gefoult. Und dann gibt es hier die gelb-rote Karte. Krasicki. Kommt Lenz raus, kommt nicht an den Ball. Krasicki, was macht er? Er macht das 4:0. Fast schon frech, wie er das macht. Anstatt den Ball einfach reinzuschieben. Macht das da fast in alter FIFA-Manier. Geht erst an Lenz vorbei, der dann natürlich, wenn er rauskommt, an den Ball kommen muss. Ist da auch nichts mit so richtig 100% rausgekommen, will natürlich den Elfmeter auch nicht verursachen. Und dann macht es die ja auch da unten mit drin stecken, punktgleich mit Felbert, während hier Schiebner nochmal den Abschluss sucht. Also Düsseldorf kann sich da nicht befreien, auch Lippstadt liegt hinten, auch punktgleich mit Felbert. Also bleibt es hier da unten richtig, richtig eng. Und dann war es das hier. In Felbert die U23 des FC Schalke 04 gewinnt 4:0 nach einer ganz abgezockten Leistung. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja, alles gut.